Hallo zusammen, ihr wisst vielleicht, ich habe so ein Opel Rocks gekauft. Ja, sieht man jetzt hier die ersten 1000 oder 1062 Kilometer. Ich habe jetzt hier mein Studio ein bisschen erweitert, die Kamera zurückgestellt, dass dieses kleine Auto hier Platz hat, weil es ist ja, sorry, das ist kein Auto, das ist ein Opel. Und dieser Kühlschrank, die ich normalerweise zeige, sind auch viel klein. Ich hatte früher eine AP50. Das heißt, so ein klein italienisches Motorrad oder Pickup, je nachdem. Und damit war ich sehr zufrieden. Also wenn ich dann Vergleiche sehe, ich vergleiche den Rocks mit dem Tesla, dann ist das schon ein bisschen, ja, nicht ganz vergleichbar, auch vom Preis her und der Leistung bin ich hier schon bei einem kleinen Fahrzeug, um nicht das Wort Auto zu verwenden. Da fragen mich dann die Leute, ja, aber mit so einem kleinen Auto, da hast du keinen Platz drin mit deinem 1,90 Meter. Und das schauen wir jetzt mal aus der Nähe an. Das Auto ist innen wirklich relativ groß. Also ihr seht hier, wenn ich hier drin sitze, da habe ich schon Platz. Auch der Nachbar drin, er hat gut Platz. Also das Auto ist gar nicht so klein, wie es von außen aussieht. Und dann fragen mich die Leute, ja, so ein kleines Auto, kann man damit fahren? Ja, da hat doch zu wenig Leistung, da kommt man sich klein vor und so weiter. Ja, das stimmt. Da gibt es dann Leute, die fahren hinter mich hin, überholen mich, fahren daneben, halten fast an, schalten runter und geben Vollgas. Ja gut, die brauchen vielleicht eine Schwanzverlängerung. Dass ich den größten habe, das steht unten im Video beschrieben. Zum Treibstoff, ich tanke hier ja Strom, hier direkt ab der Steckdose. Und ich lade jetzt, ich habe das hier gerechnet, bei circa einem Franken Treibstoff pro 100 Kilometer. Das wäre also etwa bei 2 Franken um einen halben Liter. Jetzt ist der Preis hoch bei uns, der Stromrechnung. Jetzt zahle ich um die 2 Franken pro 100 Kilometer. Und zum hier nur in der Gegend rumfahren, ins Dorf, das ist 30. Durch den Wald in die Stadt, da ist dann auch nur 30. Oder ich fahre nach Schaffhausen, da ist auch nur beschränkt. Also das geht. Da ist dann eher das Thema, ich fahre nach Frauenfeld, das ist 20 Kilometer von hier. Und jetzt im Herbst waren hier ja dann Jungs unterwegs, so 14-Jährige, 16-Jährige, die mit dem Traktor unterwegs waren, mit 40 Tonnen und hinten dran Zuckerrüben. Also wenn man dann hier hinten das Frontgewicht von so einem Traktor hinter sich hat und man sieht, es geht jetzt dann hoch, dann fährt man mal auf die Seite und lässt den Traktor vorbeiziehen, weil ja, ist einem dann nicht mehr so mulmig im Gefühl. Ja, vom Tanken her, ihr seht hier, ich liebe Atomkraft und hier, ich fahre mit Atomstrom. Da kriege ich natürlich dann teilweise komische Bemerkungen. Aber wir haben hier in der Schweiz 60 Terawatt Stromverbrauch im Jahr, auch die Produktion 35 Terawattstunden sind Wasserkraft und 24 Terawattstunden sind Atomstrom. Jemand muss ja das brauchen. Da komme ich dann nachher beim Laden dazu. Ich hatte eben früher ein AP50 mit einem 50 Kubik Motor. Er war dann mal ein bisschen größer, aber das ist ein anderes Thema. Und damit bin ich im Winter zur Arbeit gefahren. Und auch hier das Fahren im Winter. Kurze Distanzen, es ist okay. Die Leistung, wenn es aufwärts geht und das Fahrzeug steht draußen, lässt dann zu wünschen übrig.
Also wenn die Fahrzeugbatterie kalt ist und wir haben ja eine Heizung drin, sobald es aufgeht, Heizung ausschalten. Wenn es wieder runter geht, Heizung wieder einschalten. Ja, man pendelt sich dann so hin und her, aber mit einer Jacke an, so bis 0 Grad lässt sich damit fahren. Die Heizung, die hier drin ist, die kann 5 bis 10 Grad von der Umgebungstemperatur hochheizen. Die Frontscheibe ist auch relativ klar, also nicht beschlagen. Hier auf die Seitenscheiben und das Dach, da schlägt sich dann Kondenswasser nieder. Also von dem her, die Leistung könnte bei diesem Fahrzeug, also die Leistung von der Heizung könnte höher sein. Das würde ich auch mit einer Reichweiteneinbuße völlig in Ordnung nehmen, dass man da zum Beispiel 2 Stufen von der Heizung hat. Weil ich fahre nicht 70 Kilometer, meistens sind es 5 oder sogar nur 10, wo ich das Auto hin und her bewege. Wenn man dann so in dem ROX drin sitzt, das ist vielleicht jetzt auch eine persönliche Frage. Wir haben hier unten diese Schleife für zum die Türe zumachen. Und wenn man jetzt hier aufmacht, sieht man hier unten, dann sieht man das, das habe ich so zugeklebt. Heute würde ich noch ein Styropor reinmachen oder ein Schaumgummi, Schaumstoff, weil das zieht hier zu diesem Loch raus, direkt an dieses Knie. Und ihr wisst vielleicht, ich habe das Knie neu operiert und das zieht hier im Winter richtig ecklig ans Knie hin. Ist vielleicht eine persönliche Erfahrung, aber hier zieht es richtig rein, was auf der Gegenseite nicht der Fall ist. Wie schon gesagt, im Winter damit fahren, die Leistung ist dann schon geringer. Die 45 Stundenkilometer Geschwindigkeit, mit denen kann man ohne Probleme leben. Ich bin schon 80 gefahren mit dem Fahrzeug. Das ist also auch, zwar illegal, aber auch absolut im Rahmen. Die Bremsen tun's und so weiter, aber er läuft jetzt auch nur noch 45, so wie es sein sollte. Was ich zu bemängeln habe, ich habe hier den Schlüssel. Das sind 2 Schlüssel, einer für die Zündung und einer für die Türen. Aber ich habe nur keinen Reserveschlüssel, überhaupt nichts bekommen bei der Abholung. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr einen Zweitschlüssel bekommen habt mit dem Fahrzeug. Und dann soll es ja einen Übergangsstecker geben auf die Ladestation. Und da habe ich auch nichts bekommen. Da warte ich eigentlich noch drauf. Der Händler, wo ich es abgeholt habe, hat er gesagt, der kommt per Post von Opel. Aber sonst muss ich da sagen, ist nicht erfüllt. Was auch zu bemängeln ist, da wird ja dann gesagt, ich habe kein Radio, ich habe dann hier so einen Lautsprecher drin, den kann ich auch hier unten reinstecken und das Kabel, das kann ich dann hier reinstecken zum Laden. Ja, aber jetzt habe ich noch das Handy. Kabel zum Laden. Ja, wo stecke ich das rein? Und dann habe ich noch mal was mehr. Weil zum Beispiel die Ape 50, die hat eine kleine Innenbeleuchtung. Hier habe ich jetzt hier so eine Lampe, so ein Leselicht, das hier unten dann schon mal ein bisschen Licht ist. Aber sonst ist es hier drin stuckerfiester. Also irgendwo hier oben ein Lämpchen, was man über einen Schalter einschalten könnte, wäre nicht der Luxus in diesem Fahrzeug. Ich bediene ich jetzt mit dem Teil. Das funktioniert dann eigentlich wunderbar. Und eben hier wäre es toll, wenn ich nochmals da vorne zum Beispiel 2 Stecker hätte. Ich habe hier auch noch eine Taschenlampe. Oh, die ist noch neu. Für den Notfall, wenn es wirklich dunkel ist. Das ist ein Thema hier drin, wenn kein Licht da ist. Das mit dem Radio hier, das funktioniert. Das
ist eine absolut gangbare Lösung. Auch diese Kühlbox, die hier steht, die passt hier super. Ich kriege Literflaschen rein. Der Beifahrer hat noch genügend Platz für die Füße. Also im Sommer ist dann das ein Thema, dass ich hier eine Kühlbox drin habe, aber auch hier kein Anschluss für diese Kühlbox. Da muss man dann irgendwas machen. Ich wohne ja hier auf dem Lande, bin zwar regional unterwegs, aber wenn ich nachts quer durch den Wald fahre, ist das schon dunkel und die zwei Lämpchen hier vorne, ich sag mal, der AP50, der hatte die bessere Beleuchtung. Der hatte noch eine Funktion vom Scheinwerfer. Das, was hier eigentlich fehlt, hier wäre es toll, irgendwie ein stärkeres Licht, wenn ich alleine so durch den Wald fahre, dass da ein bisschen mehr Licht vorhanden wäre. Die Rückspiegel, sie sind niedlich, aber das ist wirklich das Einzige, was man zu diesem Rückspiegel sagen kann. Hier ein bisschen mehr wäre also auch von Vorteil gewesen, vor allem wenn ich irgendwo eng einparkieren muss. Ich habe zwar eine tolle Rundumsicht, aber hier Rückspiegel, der ein bisschen größer wäre, hätte dem Auto sicher nicht geschadet. Es kam noch das Thema aus, bei uns im Dorf ist ein großer Opel-Händler, der muss um die 400 Fahrzeuge verkaufen im Jahr. Ist in der Schweiz. Das Auto läuft momentan in Deutschland. Steht zwar jetzt gerade in der Schweiz. Und dem haben sie den Fahrausweis entzogen. Und der hat wirklich, der Seniorchef, der hat hier noch den Opel-Blitz auf der Stirn. Und der hat gesagt, es wäre toll, das Auto für 30 zu haben. Dann brauche ich keinen Führerschein mehr. Und er wird sowas sicher so verkaufen. Aber eben, drosseln das Fahrzeug auf 30, habe ich jetzt über diesen Opel-Händler zu Opel noch keine Antwort, ob das möglich ist. Also von mir aus könnte das Auto, man könnte es auf 30 reduzieren, statt hinten 45, 30 drauf und das Auto freigeben bis 80 Stundenkilometer. Ist dann schon ein bisschen grenzwertig, aber 60 so, dass die Traktoren, die Jungs mit den 40 Tonnen Zuckerrüben, nicht hinten das Frontgewicht vom Traktor an den Rückspiegel kleben. Aber sonst muss ich sagen, tolles Auto, vom Preis her 8000 Euro ist okay, ich kenne da teureres in der Kategorie. Die AP50 kann man nicht vergleichen, das war wirklich eine Blechkiste, da habe ich wirklich eben kein Auto, aber ein Opel. Ob ich dann den Citroën fahre oder sonst irgendwie ein Auto, das ist die gleiche, ist ja PSA. Die haben das sicher nur gebaut, dass sie beim Flottenschnitt runterkommen mit dem CO2-Ausstoß. Also ich würde das Auto zum heutigen Zeitpunkt wieder kaufen. Zum Laden. Ich habe hier diese Steckdose hier jetzt in der Schweiz. Mit diesem Übergangsstecker, das funktioniert eigentlich ganz wunderbar, da kann ich in der Schweiz tanken und in Deutschland tanken. Aber was nicht geht, und das würde ich bemängeln, ich stecke ein 230 Volt und muss dann da diesen Knopf drücken. Wenn ich jetzt eine Solaranlage habe, auf dem Carport oder sonst irgendwo eine Solaranlage und ich bin Überschuss, dann könnte ich ja eine Steckdose schalten, dass hier Strom kommt. Dass in dem Moment das Auto Strom zieht, das wird geladen und wenn der Strom wieder weggeht, schaltet das Teil wieder aus. Also das geht hier jetzt so, wie es ist, nicht. Man müsste irgendwas ändern, aber da lasse ich momentan die Finger von. Was auch nicht geht, ist, wenn ich so einen kleinen Carport habe oder sonst eine Balkonkraftanlage, Kraftwerkanlage, ich kann auf das Fahrzeug nicht einspeisen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Auto habe und ich sage, ich hänge da irgendwie 2 Quadratmeter Solarpanel auf den Carport oder sonst irgendwo hin,
48 Volt, das wäre machbar, verschaltet. Und ich kann damit, wenn die Sonne scheint, 20 Kilometer Strom speichern, direkt in der Batterie. Das geht auch nicht. Und ich habe es auch nachgefragt. Da habe ich die Antwort bekommen, das sei nicht erwünscht. Also ich müsse übers Netz gehen und aus dem Netz wieder zurückziehen. Auch mit der Mehrwertsteuer, also in Deutschland jetzt ein Thema, da haben sie ja gesagt, Solarprodukte wären jetzt mehrwertsteuerfrei. Nee, falsch, 0% Mehrwertsteuer ist nicht das Richtige. Da habe ich eine Anfrage gemacht, dass Finanzamt, wie das ist, eben wenn ich zum Beispiel so Quadratmeter 2, 3 auf dem Port habe, könnte ich dann das hier einspeisen? Weil das, was ich da ja hier einspeise, das brauche ich nicht aus dem Netz. Ich habe bis heute, es ist Anfang Februar, keine Antwort vom Finanzamt, wie man das mit der Mehrwertsteuer und den Solarpanels und Balkonkraftwerke regeln muss. Ja, das soll es gewesen sein. Schreibt mir in die Kommentare wegen dem Schlüssel, was ihr da für eine Erfahrung gemacht habt. Dann macht mir einen Daumen nach oben, dann bringe ich wieder so ein Video, so einen Zwischenbericht im Frühling. Dann über meinen größten, wenn euch das interessiert, mache ich auch ein Video darüber. Gebt mir gut Likes. Dann hier drin sitzt eine Kühlbox. Ich lebe von den Kühlboxen. Da mache ich euch hier ein Video. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.